Hallo, liebe Rasenfreaks. Heute gibt es das nächste große Ding. Ich hab ja immer schon einen batteriebetriebenen Profispindelmäher haben wollen. Ihr wisst ja, Geräusche sind ein Problem. Wenn man hier ständig mäht, dann drehen meine Nachbarn durch. Deswegen sind natürlich die lauten Diesel- und die lauten Benzinmotoren nicht optimal, wenn man jeden Tag mähen will. Und da ist natürlich Batteriebetrieb eine interessante Nummer. Jetzt habe ich ein Profi-Spindelmäher, den Toro E-Flex, bei eBay Kleinanzeigen gesehen. Und ich muss dahin. Ich muss mir dieses Ding angucken. Es ist ziemlich teuer. Gebraucht. Neu kostet das Ding 14.000 Euro. Gebraucht, sage ich jetzt lieber auch nicht. Aber den schauen wir uns heute an und ihr seid dabei. Bin gespannt, ob ich das Ding kaufe oder nicht. Ihr werdet sehen. Viel Spaß. Yeah! Jetzt geht's los. Ab nach Hannover. Yes! Schlüssel? Auch. Hab ich hier irgendwo reingeschmissen. Kein Schlüssel. Komm nicht weg. Der nächste große Freak-Stunt. So. Ja, wir sind da. Hier gibt's den neuen Mäher. Fehling, der Toro-Händler hier im Norden. Einer der Toro-Händler. Da kaufen wir auch immer unsere ganzen Teile bei Fehling. Jetzt ein bisschen Werbung für Fehling. Vielleicht kriege ich ja die Maschine dann günstiger. Jetzt gucken wir uns gleich hier den neuen Mäher an. Kauft der Rasenfreak den Mäher? Ich weiß noch nicht. Mal schauen. Jetzt müsste er eigentlich losgehen. Okay. Gut, das merke ich jetzt nicht. Das ist hier so eine Erkennung, damit er weiß, dass die Spindel überhaupt drin ist, oder? Das wissen Sie jetzt wahrscheinlich auch nicht, warum man jetzt hier nicht so eine Signalgeber hat. Das ist der Ausgleich. Na gut. Schön polieren. Haben wir den Fangkorb auch noch mal da? Okay, perfekt. Ja. Völlig lautlos, Freaks. Das geht ja gar nicht, ey. Das ist ja total geil. Was da total verdreckt ist, ist das Ding total cool. Gibt's ja ganz sogar das Menü auf Deutsch umstellen. Habe ich jetzt erstmal gemacht. Ja, was sagst du? Cool, ne? Lautloser Profi-Mäher. Das ist natürlich der absolute krasse Hammer, ey. Der krasse Scheiß. Das ist natürlich echt. Jetzt würde ich natürlich gerne mal da runter gucken, aber die kann man wahrscheinlich nicht so ohne weiteres abschrauben. Ja, sieht echt nur schmutzig aus und benutzt. Also. Du kannst ihn bis auf 25 mm hochstellen.
Messer ist völlig runter. Gut, das ist klar. Das ist halt der Punkt. Ganz schwierige Entscheidung. Untermesser ist runter, die Spindel muss neu, die ganzen Lager der Walzen sind fest, die müssen erneuert werden. Ah, dann hat die große Antriebswalze schon so einen kleinen Riss außen, also die ist auch ziemlich an der Verschleißgrenze. Ja, wie weit der Akku noch gut ist, wie viel Prozent Ladekapazität der Akku noch hat, kann ich auch nicht sagen. Es ist ein cooles, geräuschloses Profigerät. Flex, das heißt auch für meine Konturen super. Ich habe hier die tollen Streifen. Lass mich mal rechnen. Also das Ding soll 5.500 Euro kosten. Das zahle ich nicht. 4.500, wenn ich ihn für 4 kriege, kaufe ich ihn. Dann stecke ich nochmal 1.000 Euro rein. Na, vielleicht nicht ganz. 600, 700 Euro strecke ich noch mal rein. Uff. Ja, das war's für heute. Ja, Freaks, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran. Ich bin sehr gespannt, wie es mit diesem Thema weitergeht. Der nächste Profi mehr für den Rasenfreak oder nicht. Wir werden sehen. Tschüss.